herzlich willkommen zum Gottesdienst am Palmsonntag. Der Palmsonntag hat seinen Namen von den Palmwedeln, die die begeisterten Jerusalemer auf die Straße legen, damit Jesus triumphal in die Stadt einziehen kann. Dass er nur auf einem Esel kommt, das stört das Bild des Triumphes ein wenig. Und ganz schnell schlägt Begeisterung in Hass um. Hosianna und kreuzigt ihn liegen ganz nah beieinander. Grenzmomente, Augenblicke, wo nichts mehr so ist, wie es scheint. Was gibt Halt in solchen Momenten? Worauf kann man bauen, wenn alles ins Schweben geraten ist? Woran glaubst du? Wir feiern Gottesdienst im Namen des einen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Liederdichter Paul Gerhardt hat diesen Grenzmoment, den Augenblick, wo alles in der Schwebe ist, in einem Adventslied aufgenommen. Und er hat den Einzug in Jerusalem verbunden mit der Frage, wie wir eigentlich Jesus erwarten. Woran glaubst du? Was trägt dich? Was erwartest? Was hoffst du? Und was tust du, wenn deine Erwartungen und Hoffnungen nicht erfüllt werden? Wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? O aller Welt Verlangen, o meiner Seelen Zier. O Jesu, Jesu, setze mir selbst die Fackel bei, damit was dich ergötze, mir kund und wissend sei. Dein Zion streut dir Palmen und grüne Zweige hin, und ich will dir in Psalmen ermuntern meinen Sinn. Mein Herze soll dir grünen in stetem Lob und Preis und deinem Namen dienen, so gut es kann und weiß. Das schreib dir in dein Herze, du hochbetrübtes Heer, bei denen Gram und Schmerze sich häuft je mehr und mehr. Seid unverzagt, ihr habt die Hilfe vor der Tür, der eure Herzen labet und tröstet, steht all hier. Der für heute vorgeschlagene Predigttext steht im Hebräerbrief im 11. Kapitel. Wir haben genau einen Vers daraus für heute ausgesucht. Da heißt es: Es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Muss man glauben? Reicht es nicht aus, was man weiß? Ist es nicht besser, allein aufs Wissen zu vertrauen? Ich denke, dass wir den Glauben brauchen und dass jeder an etwas glaubt. Man macht es sich oft nur nicht bewusst. Beispiel: Ein kleines Kind schreit in der Nacht. Es hat Angst. Alles ist dunkel. Kein Orientierungspunkt zu sehen. Vater oder Mutter kommen zum Kind, nehmen es in den Arm und sagen: Alles ist gut. Stimmt das? Entspringt diese Behauptung wirklich dem Wissen? Oder ist das nicht vielmehr eine Glaubensaussage und müsste korrekt heißen: Ich vertraue darauf, dass alles gut wird? Woran glaubst du? Das ist eine unglaublich persönliche Frage. Niemals würde man sie beim ersten Treffen stellen oder wenn man sich zufällig irgendwo begegnet. Glaube ist eine Haltung, die alle Lebensbereiche beeinflusst. Nichts Greifbares, was man jeden Tag gleich verfügbar hätte. Glaube ist auch angreifbar, verletzlich, kann erschüttert werden.
Es entspricht dem Zeitgeist, authentisch zu sein und kritisch. Sich selbst gut zu inszenieren, ist wichtig in Zeiten von Zoom und Co., wo wir jeden in unsere Wohnungen lassen müssen, wo das Kameraauge alles anschaut und ausleuchtet, was uns bisher Rückzugsort und private Ruheinsel war. Und die Tendenz macht sich bemerkbar, dass auch das Glauben oder das Nicht-Glauben inszeniert wird. Die einen tragen das Bekenntnis zu einem unerschütterlichen Glauben vor sich her wie ein Schild. Die anderen halten dagegen, weil Glaube doch noch nie irgendjemandem geholfen habe. Und weil es doch überhaupt keine Beweise gibt, dass unser Glaube auf etwas gründet, das Halt gibt. Woran glaubst du? In einem Lied über diese Frage heißt es so: Woran glaubst du? Gott ist tot, das hat irgendwer gesagt, der ihn nicht mag. Und jetzt fehlt da irgendwas, wenn du mich fragst. Was wir brauchen, ist vielleicht, dass etwas bleibt. Wir brauchen was, was bleibt. Also suchen wir auf parship.de das, was uns fehlt, und uns selbst auf den Reisen um die Welt. Und im Stadion sind wieder 40.000, die alle dran glauben. Woran glaubst du? An das Leben nach dem Tod, an den Fußballgott, an die Liebe, an das Geld, an das Ende der Welt, an das Gute im Menschen, an die eigenen Grenzen? Glaubst du an dich selbst? Glaubst du an dich selbst? Woran glaubst du auf der Welt, wenn du fällst? Es ist schon richtig, was dieser Liedtext ausdrückt. Wir alle haben etwas oder jemanden, den wir Glauben schenken. Und die wichtige Frage ist auch nicht, was nun richtig oder falsch ist. Die wichtige Frage ist, was uns hält, wenn wir fallen. Manche sagen, ich glaube nur, was ich sehe. Ich höre das immer wieder in Gesprächen. Dagegen sagt unser Predigttext aus dem Hebräerbrief ja sehr zugespitzt, der Glaube sei ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Klingt auch ganz logisch. Was ich sehe, brauche ich nicht zu glauben. Was ich weiß, auch nicht. Aber Glaube ist doch noch einmal mehr als Sehen und als Wissen. Glaube vertraut darauf, dass das, was ich weiß und was ich sehe, nicht alles ist. Ich müsste das ja eigentlich auch wissen, dass das so ist. Der alte griechische Philosoph Sokrates, der wusste das schon. Ich weiß, dass ich nichts weiß, hat er gesagt. Glaube ist mehr als Sehen und Wissen. Nämlich Vertrauen. Das Vertrauen darauf, dass alles, das, was ich weiß, aber auch das, was ich nicht weiß und nicht sehe, in Wahrheit einen guten Grund hat. Dass alles, was existiert in diesem Universum, in einem guten Zusammenhang steht. Man könnte auch sagen, Glauben heißt Ja zu diesem Leben, zu diesem Dasein auf diesem Planeten zu sagen. Zu glauben heißt, darauf zu vertrauen, dass alles, die ganze Welt und Wirklichkeit, aus Gottes Hand kommt. Und dass alles gut ist. Auch wenn es um einen herum einmal alles dunkel sein sollte. Die Eltern, die das schreiende Kind trösten, machen dem Kind gegenüber eine Glaubensaussage. Alles ist gut oder alles wird gut. Aus dem, was man sieht, kann man das nicht ableiten. Nachts im Dunkeln sieht man nämlich nichts. Auch im übertragenen Sinne nicht. Eigentlich leben wir in dieser Welt wie ein kleines Kind in der Nacht. Wohin es mit dieser Menschheit geht, warum ich da bin, geboren wurde und ob danach noch irgendetwas kommt, das weiß ich doch gar nicht. Und ich sehe das erst recht nicht.
Aber jeden Tag, an dem ich lebe, vertraue ich darauf, dass das alles seinen Sinn hat. Wie das Kind in der Nacht, das sich durch seine Eltern wieder beruhigen lässt. Ich vertraue darauf und ich glaube, ganz einfach, indem ich lebe. Leben schließt Vertrauen ein. Leben ist immer zugleich ein Glaube. Der gehört zum Leben dazu. Und wer meint, nicht glauben zu können, der findet sich vielleicht wenigstens in Martin Walsers Formulierung wieder: Ich kann nicht an Gott glauben, aber er fehlt mir. Weil eben jeder diese Haltung des unbedingten Vertrauens braucht. Glaube ist die Haltung des unbedingten Vertrauens, dass mein Leben einen Sinn hat. Nicht nur das gelungene, das perfekte und störungsfreie Leben, sondern jedes Leben. Und auch, dass jedes Leben es wert ist, geschützt und unterstützt zu werden. Glaube ist Vertrauen darauf, dass ich gewollt bin und geliebt und dass es nicht egal ist, ob ich auf der Welt Spuren hinterlasse oder nicht. Manchmal, da kann ich nicht glauben, da passiert so viel. Und in meinem Kopf sind all die Fragen. Aber ich weiß dennoch, dass ich gehalten bin und dass es nicht schlimm ist, wenn ich diese Phase des Zweifelns und des fehlenden Vertrauens habe. Es wird auch wieder anders sein und ich werde wieder spüren, dass mein Leben in diesem großen Zusammenhang steht. Und dass es vielleicht nicht immer ganz genau so kommt, wie ich mir das denke. Das war nämlich die Enttäuschung der Menschen damals in Jerusalem, dass es nicht so kam, wie sie es sich ausgemalt hatten. Die Menschen am Palmsonntag in Jerusalem dachten, dass er kommt, der Gesandte, direkt von Gott, dass er die Lösungen, ja vielmehr Erlösung brachte von allem, was quält. Von den Römern, den verhassten Besatzern, von Leid, Krankheit, von Armut. Oder war er das doch nicht, der da kam? Hatten sie alle auf die falsche Karte gesetzt? Wenn man diese Woche von ihrem Ende her bedenkt, vom Karfreitag, dann könnte man das so folgern. Aber wenn man es vom Beginn der darauf folgenden Woche von Ostern her sieht, dann musste Jesus diesen Weg gehen, damit wir auch in schlimmen Situationen nicht verzweifeln müssen. Der Weg des Retters führt ins Leid, damit wir eine feste Zuversicht auf das haben, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Lasst uns beten. Jesus Christus, du hättest vor Schmerzen und Tod fliehen können. Aber du hast dich für uns entschieden. Du kommst zu uns, aber wir haben keine Palmzweige. Unsere Hände sind leer. Wir halten dir nur unsere Bitten hin. Wir bitten dich für unsere Kinder. Wir halten dir ihre Ängste und ihre Verzweiflung hin. Wir halten dir ihre Müdigkeit und ihre Sehnsucht hin. Wir bitten dich für die Kinder, die hungern, geschlagen und versklavt werden. Wir halten dir ihre Schmerzen hin. Jesus Christus, auch du warst ein Kind,
Komm und erbarme dich. Wir bitten dich für die Menschen, deren Entscheidungen über das Leben vieler bestimmen. Wir halten dir ihre Ratlosigkeit hin. Wir halten dir ihre Überforderung hin. Wir bitten dich für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, für alle, die ihre Kräfte für andere hergeben. Wir halten dir ihren Dienst und ihre Hingabe hin. Jesus Christus, auch du hattest Geduld mit denen, die dir vertrauen. Komm und erbarme dich. Wir bitten dich für die Menschen, die am Glauben festhalten. Wir bitten dich für unsere jüdischen Geschwister, die heute mit dem Passafest beginnen. Wir bitten dich für deine weltweite Kirche, für alle, die in diesen Tagen dein Leiden bedenken und deine Nähe suchen. Wir halten dir den Glauben deiner Gemeinde hin. Wir haben keine Palmzweige. Wir haben nur unsere Hoffnung. Wir haben unser Lob. Auch in diesem Jahr loben wir dich mit unseren Gebeten, mit unserem Hören, mit unserem Sorgen und unserer Liebe. Jesus, du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Du hast dich für uns entschieden. Komm und erbarme dich, heute und morgen und an jedem neuen Tag. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Empfangt im Glauben den Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen.